Moin zusammen, ich habe heute wieder meine Knitterfreimütze dabei und ich möchte euch heute zeigen lassen, wie wir von den niedersächsischen Landesforsten standardmäßig Bäume zu Fall bringen. Wir sind in der Fichte, auch Fichten werden nicht nur mit dem Harvester gefällt, sondern wir müssen auch selbst Hand einlegen. Das wird euch heute gezeigt. Die Technik, die wir verwenden, nennt sich die Sicherheitsfelltechnik. Die wird eigentlich standardmäßig bei uns in den Landesforsten angewandt. Und da gibt es einige Sachen zu beachten, dass das Bild am Stumpen nachher so aussieht, wie es aussehen soll und dass die Sicherheitstechnik auch wirklich eine sichere Technik ist. Guckt euch das Video an, vielleicht lernt ihr ein bisschen was für eure nächste Baumfällung. Ich wünsche euch viel Spaß und überlasse euch jetzt den beiden Profis. Hallo zusammen, ich bin der Max und ich bin Kai. Und heute zeigen wir euch, wie man mit der Sicherheitsfelltechnik eine Fichte zu Fall bringt. Meinen Arbeitsbereich freigeräumt, die Rückweiche ist frei, da brauche ich nichts räumen. Und ich spreche den Baum an, steht relativ gerade, keine äußeren Schäden. Zuerst lege ich jetzt das Fallkerb an, mache rechts und links Splintschnitte und werde mir die Bruchstufe und Bruchleiste anzeichnen. Und dann erkläre ich euch den Rest. Meine Fallkerbsohle und den Fallkerbdachschnitt angelegt, die Fellrichtung kontrolliert, die Splintschnitte durchgeführt. Der nächste Schritt ist, dass ich rechts und links an meiner Bruchleiste einen Stechschnitt ausführe und natürlich, bevor ich loslege, kontrolliere ich den Fellbereich auf Sicherheit und mache das Ganze mit einem Achtung! Ich habe von hier gestochen, den Fellschnitt ausgeführt und habe in diesem Bereich mein Sicherheitsband stehen gelassen, mir das Ganze mit der Motorsäge angezeichnet, dass ich nahezu denselben Schnitt wieder treffe. Jetzt setze ich meine zwei Keile. Weiteres Mal mein Fellbereich und genau jetzt entscheide ich, wann dieser Baum fällt. Nämlich genau dann, wenn ich mein Sicherheitsband durchtrenne. Hier sieht man sehr schön, wie wir unser Sicherheitsband ausgeformt haben. Wichtig ist hierbei, dass es ein gerader Faserverlauf sein sollte, gesund mit einer vernünftigen Haltekraft. Und erst dann durch das Durchtrennen des Sicherheitsbands entscheide ich, wann der Baum fällt und habe genügend Zeit, in meine Rückweiche zu gehen. Jeder von uns möchte abends gesund nach Hause kommen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder mit dem Video. Ich will gar nicht mehr viel dazu sagen.
Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ein bisschen was gelernt und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es einen Naturcheck gibt, dann wird es wieder ein bisschen tierischer. Bis dahin, alles Gute.